Willkommen zu einer weiteren Folge We Are Football mit dem Verein FSV Zwickau. Wir haben 2:2 gegen die Bayern gespielt, gegen die zweite von Bayern natürlich, und spielen jetzt gegen Ingolstadt. Aber bevor wir das machen, müssen wir erstmal ein bisschen was einkaufen. Wir holen uns den 7-Sterne-Spieler und müssen mal gucken, wo wir da in Europa was finden. Nämlich Deutschland, Europa, genau. So, dann gucken wir mal, bis 30 Jahre. Mann! Haben wir ja schon Gorgia in Deutschen. Mal gucken. So ein deutscher Spieler. Haben wir zwei Stück Innenverteidiger und RAS. RAS brauchen wir aber im Prinzip nicht. 29:30. Gut, dann hol ich den Gogia. Obwohl, warte mal. Den Gogia hol ich. Wenn er dann kommen will, das ist immer. Das ist auch so, noch so eine Frage. Und dann hol ich noch den Innenverteidiger, 30 Jahre alt. Mann. Das ist, wenn man einen scheiß Hals voll hat, wie auch immer. So ist er dem. So, und gucken wir mal, wie viel Kohle haben wir noch? Könnten wir beide kriegen, weiß ich aber noch nicht. Müssen wir mal gucken. So, wir nehmen unsere. Fünfer war das? Ja. Nee. Fünfer haben wir gegen die Bayern, ne? Nee. Fünfer machen wir. Danke, dass ihr die Zeit. Ja, willkommen. Wir sind auch bereit für Abstriche. 290.000 Blauen. Alter, 353.000. Das ist kein Erzählen. 233.000. Ja, dann will er nicht zu. Hat er Pech gehabt. Dann hat er Pech gehabt. Wer nicht will, der hat schon. Wer nicht hat, der will noch. Okay. 75.000 nur, das ist doch mal günstig, da kann man doch nicht meckern. Da gehen wir nicht in 2er Schritt runter. 50.000 und noch ein bisschen Gehalt einsparen. So versuchen wir das. Sehr gut. Haben wir noch einen Innenverteidiger. Das gefällt uns doch sehr, würde ich sagen. So, weiter geht's. Gegen Ingolstadt 04. Wir spielen ganz normal. Mal gucken, ob wir da reißen können. Ich glaube es zwar nicht, aber versuchen wir klug. So, weiter geht's. Und Ingolstadt sofort im Angriff. Ja, so ist das eben. Was heute passiert an der Zwickau? Und 1:0 Zwickau. Elfmeter für Zwickau. Nils Mjatke. Und 2:0. Sehr gut. Das gefällt mir doch sehr, sehr. Mal gucken, ob das so weiter bleibt. Aber ich glaube es eher nicht. Da ist nur das 2:1. Habe ich mir schon gedacht. Ja. Maximilian Beister. Meine Güte.
Abseits, die funktioniert eigentlich ganz gut, die Abseitsfalle. Das dauert nicht Beister immer, sondern wie heißt der? Alesia oder so. Ja, so ist das eben. Angriff in Ingolstadt. Jetzt kommen sie ans Rollen, wa? Und 2-2, Kutschke. Das Ecke Ingolstadt. Rüber. Zwickau. Und 3-2 für uns. Sehr gut. Angriff Ingolstadt und 3-3. Alter, ich fand die Tore wie bereit für Früchte. Geht ja gar nicht. Daneben. Angriff Ingolstadt. Daneben. Alter, die machen uns hier richtig fertig hier. Meine Güte. Aber geklärt, sehr gut. Freistoß Zwickau. Daneben. Ecke für Ingolstadt. Daneben. Gelbe Karte für Ingolstadt. Halbzeit. Ja, nochmal ein Angriff für Zwickau. Nichts passiert, leider. Und jetzt ist Halbzeit. Jetzt gucken wir mal an. Wir haben ja nicht mit vollem Einsatz gespielt, das ist auf Dauer nicht so gut. Wir lassen die Jungs erstmal so weiterspielen bis zur 70. Minute und dann wechseln wir aus, je nachdem wie es steht. Angriff Zwickau. Und 3-4 für uns. Gelbe Karte für Rechtsverteidiger. Ingolstadt Angriff. Und 4-4. Alter, mir fallen die Tore wie reife Früchte, das gibt's gar nicht, ey. Ecke Ingolstadt. Gelb-rote Karte für uns. Eie. Jetzt müssen wir auswechseln. Rechter Außenverteidiger. Genau. Wir machen da folgendermaßen. Wir holen den Wilms raus. Stellen ihn erstmal auf rechte Außenverteidiger hin. Den Hauptmann ziehen wir in die Mitte. Den Miatke ziehen wir in die Mitte. Miatke? Okay. Ziehen wir auch in die Mitte, aber jetzt wechseln wir aus. Fahren uns der rechte Außenverteidiger rein. Mit dem Wilms. Und der Wegkampf kommt für Miatke rein. So, wir wechseln jetzt komplett durch. Jetzt haben wir noch 3 Wechsel über. Gucken, was wir da machen. Den Henel kommt für den Möker rein.
So, dann spüre ich mit Doppelspitze und machen die Seiten auf. Geht nicht anders. Das ist mal alles so, wie es ist. Den holen wir noch rein. Und noch einen Wechsel über. Stanic kommt rein für ihn. Und let's go, weiter geht's. Ecke für Ingolstadt. Daneben. Freistoß für Ingolstadt. Auch daneben. Jetzt werden die im Dauerangriff sein, weil wir nur zu 10 sind. Ja, war klar. Das können wir verlieren, das Spiel. Da kann ich euch jetzt schon sagen, so wie es ist. Mann. Aber jetzt seht ihr mal, was passiert, wenn man die gelbe Karte nicht auswechselt, ne? 6 zu 4. Hervorragendes Eishockey-Ergebnis. Hey, gibt's noch mal einen Konter, ist ja Wahnsinn. Es geschehen noch Zeichen und Wunder auf dieser Erde. Hey, Wahnsinn, 6 Sekunden. Alter, was ist das für ein Ergebnis? Das glaubt doch kein Mensch. Freistoß Ingolstadt. Da kommt jetzt das neue Update raus. Vielleicht haben sie da was geschraubt dran, wer weiß. Ich gucke mir das nie so genau an. Aber 6 zu 5 verloren. Ja, mal gucken. Ja, das haben wir verloren, das Spiel. So ist das. Aber willst du noch mal mit roter Karte? Aber 6 zu 5 haben wir uns auch gut gewehrt. Kann man nicht meckern. Aber wir sind immer noch, wir sind 16. jetzt, ja, beschissen. Aber nur 2 Punkte Rückstand auf den 13. Das geht alles. Wie gesagt, das funktioniert. So. Oh, da geht schon los. Fähigkeit entdeckt. Achso, Fähigkeit entdeckt. Das interessiert mich aber nicht. Soll Stellungsspiel trainieren. Hat ausgefunden, dass ihr Spieler spielen 15% Fortschrittfähigkeit, Schusskraft. Das ist doch schön für ihn. Wer bist du denn? Schröter. Ja. Kann trotzdem erstmal in seiner Schwäche weiterarbeiten. Ja, 86% kann er weiter. So, das war's dann wieder für diese Woche. Ich wünsche euch ein angenehmes Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder beim Spiel gegen den SV Meppen. Ich hoffe, das wird was besser werden nächste Woche. Wir haben ihn nur einmal verloren, aber trotzdem ist es beschissen. Bis nächste Woche dann. Ciao, ciao.